sorry. Hast du wirklich jemanden gedankt? Es war bloß einmal und die war verdient. Es war so perfekt. Ich wünschte, du wärst da gewesen. Miles. Ich mach's nicht nochmal. Versprochen. Solange du anfängst, mit mir zu trainieren. Wow. Erpressung. Cool, cool. Okay, Zeit für die Hausaufgaben. Ich muss los. Ja. Voll die Erpressung hier. Helden unter sich, wohl eher Helden unter der Decke. Ja, das stimmt. Die ist deaktiviert. Ich muss die anderen finden. Entschärft. Ich muss die anderen finden. Hab eine. Oh, sind diesmal fünf sogar. Hey, den hatte ich doch gerade eigentlich getroffen, oder nicht? Entschärft. Noch eine. Gerade rechtzeitig. Okay. Spider-Bots, ich liebe euch. Ich helfe gern. Helden Strumpfhosen. Ich liebe den Film so gut. Meinte Robin Hood? Helden Strumpf. War das nicht das? Ich glaube, ich habe den 7 oder 8 Mal geschaut. Alle ja. Einheiten. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Oh, so wie du immer. Den habe ich sehr, sehr oft geschaut damals. Das fand ich auch cool. Das trifft leider so ein bisschen meinen Humor. Ew. Wenn Spider-Girl existieren würde, würde sie beim Blick in den Spiegel kreischen? Wieso? Alle Einheiten, ein Kronzeug. Wegen der Spinne, also weil sie jetzt eine Spinne ist oder was? Der Ort ist Museum Mile. Ich glaube, nicht alle Frauen haben Ekel vor Spinnen. Oder Angst. Die meisten haben ja Angst. Ich ekel mich nur. Es gibt ja auch Männer, die sich vor die ekeln oder Angst haben. Klar, ich bin Robin Hood von Twitch. Mhm. Warum glaube ich dir das? Oh, warte, das sieht cool aus. Warte. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich kann's verstehen. Ich habe nicht Angst vor denen, aber ich ekel mich einfach. 1039, verdächtige Unbekannte führen eine große Geldtransaktion. Warum hab ich... Bitte bestätigen. Drücke mal den falschen Knopf. Das sieht voll geil aus. Wisst ihr, was lustig ist? So wollte ich eigentlich so Halloween aussehen. Halt rote Haut und Hörner und so. Das ist halt Schicksal, dass wir das hier sehen, ne? Wobei ich noch andere Schminke holen muss, irgendwie. Weil das Rot, wird nicht funktionieren, was ich da habe. Arachnophobie-Anzeichen sind bei mir definitiv vorhanden. Okay. Warum gibt es denn keine Ansätze für Talente mit Spider-Girl-Kräften? Oder, Zecken-Girl! Zecken finde ich jetzt aber was auch nicht. Schauen wir uns da an. War ein Tipp von einem Freund. Hammerhead bewahrt etwas sehr Wertvolles in dem Büro über der Bar auf. Ziemlich viele Typen. Wenn sie mich sehen, ist mein Sohn tot. Oh. Ich lock sie meint es anscheinend ernst mit dem Sohn, ne? Schleich dich rein. Mein Held. Komm schon. Bitte. Wow. Das hatte gerade irgendwie was Süßes. Finde ich. So, der gehört auch dazu. Das sind alles Bösewichte. Gefahr. Gefahr. Ja, toll. Wie kann ich denn jetzt hier erledigen? Die sind da alle auf dem Haufen. Uck.
Ups. Mehr habe ich nicht. Okay. Scheiße. So kann man es auch machen. Aufgepasst, Spinne. Ich glaube, die sind dir auf der Spur. Ich sehe ihn! Da drüben! Für was schleiche ich mich denn ran, wenn jetzt sowieso die ganzen Gegner kommen? Hammerhead hat sich einen raumgroßen Tresor gekauft, um seine wertvollsten Gegenstände aufzubewahren. Wie ein entführtes Kind? Gibt es einen Hinweis, wo der Tresor ist? Wow! Details, aber ich muss mir noch ein paar wie ein entführtes Kind! Such weiter. Also sowas würde ich jetzt nicht gerne hören wollen, wenn es mein Kind wäre. Ich bin immer noch nicht dran. Hui! Jetzt reicht's mit dem Mist. Greift ihn alle gleichzeitig an. Darf ich um diesen Tanz bitten? Wurde auch Zeit. Du bist alt und weich geworden. Hey, nur weil ich fett geworden bin, ja. Alt. Wenn man fett wird, wird man halt weich. Voll gemein. Nein, dass ich alt bin, weiß ich auch. No, ich mag den nicht. Spinne. Gewöhn dich nicht dran! Hilft sie mir gerade? Ich sehe sie nicht. Doch, da. Sie macht mit. Cool! Hast du die Sprache verschlagen? Ja, hast du. Volle Deckung! Kannst du mal aufhören mit dem Kack? Netter Greifer! Du bewunderst meine Ausrüstung. Nein, ich hab nur... Vergiss ja, es. Deine Ausrüstung ist... Ja. Was soll ich dazu sagen? Immerhin gibt sie mir einen Hinweis. Aua. Volle Deckung. Kannst du mal warten darauf? Nein, 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 nein. Aber knapp, ne? Puh. Du zuerst, Spinne. Nein, nein! Boah, würden die zusammenarbeiten? Als Heldenduo? Boah, das wäre krank. Keiner hätte mehr eine Chance. Wenn man fett wird, wird man... Ja, ist doch so. Kannst du überall reindrücken und den ganzen Schwabbel. Hast du rausgefunden, wo der Tresor ist? Nein, aber wir grenzen es ein. Und da halten sie definitiv meinen Sohn fest. Ja, wenn wir schon ja, dabei die sind. Die waren echt ein cooles Team. Ich glaube, wir müssen da noch über was anderes reden. Ist das eine Sadistin? Vermisst du das manchmal? Was? Wie ich angeschossen werde, während du Sachen stiehlst? Ich habe versucht, ehrlich zu werden. Ich hatte einen Job ohne Aufbrechen oder Einbrechen. Und an Wochenenden sogar Jogginghosen an. Hab mich gefragt, wo du hin bist. Das muss schwer gewesen sein. Besonders mit einem Kind. Ich muss tiefer graben, wenn ich ihn finden will. Lass mich dir helfen, wenn wir schon zusammenarbeiten müssen. Manches mache ich lieber allein. Manches. Ja, sie muss es auch noch. Ich melde mich, wenn ich zwei Hände mehr brauche. Ist das nicht die Spider-Man-Szene aus dem Film? Da hat er doch so kopfüber gehangen. Wow, okay. Wie cool. Das sah cool aus.
Mir wird gerade warm. Hey MJ, was Interessantes auf dem Laptop? Direkt gefunden? Mit MJ dann telefonieren. Ich entschlüssel noch die Daten. Bald müsste ich was haben. Gut. In der Zwischenzeit, ich glaube, das wollte sie auch damit sagen, Katze. Wir glauben, Hammerhead hält ihren Sohn in einem Tresor fest. Aber wir wissen nicht, wo der Tresor ist. Sobald ich die Daten geknackt habe, können wir mit deiner Butter mein Brot schmieren. Ich bin mega sympathisch. Ich finde die auch voll cool. Ich lasse mir solche Vorlagen ungern entgehen, aber in Ordnung. Ich wollte ja gestern schon streamen, aber gestern gar nichts. Deswegen bin ich froh, dass ich das heute spielen kann. Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Ja, das lag wirklich an der Situation, glaube ich. Erkunde die Stadt, um deine Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Mhm. Dann hole ich mir dieses Bild dort. Oder Kunstgegenstand, je nachdem. Jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Das ist natürlich nicht so cool. Ja. Wieso ist MJ so zweideutig? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie will Peter beeindrucken. Gemälde müsste hier irgendwo sein. Entschuldigung, Verzeihung. Hier endet die Spur. Okay. Detective, ich schicke Ihnen Koordinaten. Noch eins von Hardys alten Gemälden. Vielen Dank dafür. Ich schicke sofort jemanden vorbei. Warum wollte die alte Katze aus Rikers aufbrechen? Gewaltfreier Einbruch, gute Chancen auf Bewährung. Hardy wurde ein bisschen überheblich. Die Magia wollte, dass er für sie arbeitet. Er sagte nein. So landete er auf ihrer schwarzen Liste. Auf der Liste steht man nicht gern. Vor allem, wenn man eine Familie hat. Die Magia weiß, ihren Willen durchzusetzen. Habe ich schon bemerkt. Ich melde mich, Detective. Was ist, wenn sie den Vater... Okay, warte mal. Vielleicht will Felicia nur Rache üben, weil mit ihrem Vater irgendwas passiert ist. Wegen dieser Mafia. Vielleicht will sie nur Rache und sagt deswegen, sie will ihren Sohn... Material, in dem Spider-Man Black Cat über damit sie Spider-Man halt auf ihre Seite ist. Ich weiß es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie Rache üben will. Ach, ich weiß gar nichts mehr. Wir werden es sehen. Ja, wartet. Ich hole mir jetzt ein paar Gemälde. Denn entweder wollen sie Spider-Man und Black Cat ein Liebespaar sehen, oder sie lehnen das völlig ab. Wir können mit deiner Butter mein Brot streichen. Ja. Ich glaube, so etwas nennt man... Ich weiß einfach nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Zu meiner Zeit hatten wir für solche Sachen keine Zeit. Und wissen Sie warum? Weil wir arbeiten mussten! Schrei doch nicht so! Jonah Jameson, einen Rat für unsere Jugend. Ihr seid Schipper... Tretet in die Marine ein! Aua! Noch ein Kunstwerk. Der Typ war ganz schön fleißig. Hab noch ein Gemälde gefunden, Detective. Hardy hat sich clevere Verstecke einfallen lassen. Er war ein ganz schöner Fassadenkletterer. Offensichtlich. Wir haben die süße ihn Katze. Ich würde gern sagen, solide Polizeiarbeit. Die gehört aber mir. Wenn ich darüber nachdenke, Papa. Hat er sich wohl eher schnappen lassen. Ich glaube auch nicht, dass sie... Er muss gewusst haben, dass sie ihn auch im Gefängnis kriegen. Weiß nicht, kann sie nicht so einschätzen. Klar, aber seine Tochter konnte er am besten beschützen, wenn er sich aus dem Spiel brachte. Auch wenn das dauerhafter war, als er geplant hatte. Das wäre cool, welche Leute hier vom Dach treten könnte. Das wäre mega cool. Peter, ich habe endlich den Laptop entschlüsselt. Dieser Raum ist Angst, wenn sie anruft. Er wurde wohl in eine Schiffswerft in der Nähe von Hell's Kitchen geliefert. Dort muss auch der Junge sein. Danke, MJ. Ich rufe Felicia an. Um die Zeit bist du entweder einsam oder du hast was gefunden. Hoffentlich deinen Sohn. Ich schicke dir eine Adresse. Triff mich dort. Einsam. Ja. Der arme Spidey. Nein, Spidey ist eigentlich nicht einsam. Er hat doch MJ jetzt. Fast. Ich habe keine Ahnung, ob zwischen denen überhaupt noch was läuft. Glückwunsch, Detective. Sie könnten der Gewinner eines Teils von Walter Hardys Beute sein. Nichts für ungut, aber ich... Wartet, ich markiere schon mal das nächste. Ich möchte jetzt die ganzen... Oh, die anderen sieht man nicht. Okay. Mir die Akten mal genau oder erst muss die Aufgabe abgeschlossen sein. Einige also das Gespräch. Sagen, dass du und die neue Black Cat gemeinsam gesehen wurden. Was hat das damit auf sich? Sie sagte, sie wollte sauber bleiben. Ich glaubte ihr. Ich versuchte, sie auszubilden. Und sie tat viel Gutes. Für eine Weile.
Doch alte Gewohnheiten sind hartnäckig. Ich bekam den Tipp, dass sie von den Gaunern stahl, die wir ausgeschaltet hatten. Ich fand die Beute bei ihr. Du wusstest, wo sie wohnt? Hatte das berufliche Gründe oder steckte mehr dahinter? Das wir stecken mir gerade drin. Etwas persönlich, Detective. Oh mein Gott. Ich mache nur meinen Job. Ruf mich an, wenn du noch was findest. Alle Einheiten, wir haben eine Bombendrohung gegen Magia Großteugen. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich muss mir gleich Trinken holen. Weil gestern war es ganz schlimm. Gestern wollte ich eigentlich streamen, da ging aber leider gar nichts. Die Auslöser sind in Serie geschaltet. Ach nö. Och nö. Ach du Scheiße. Ich muss hier durch. Da muss ich aber andersrum, okay? Minus zwei, ich brauche eins, okay. Ich minus eins. Ach so, ich brauche die. Irgendwas ist hier falsch. Was anderes habe ich ja nicht mehr. Plus hier, plus hier. So, der Schlüssel. Bei mir ist jetzt alles super. Okay. Achso, ist noch nicht abgeschmiert. Nein, noch nicht. Alles gut. Okay, danke schön für euer Feedback. Die Nebenbomben sind scharf geschaltet. Ich muss schnell zu ihnen. Ja. Yeah. Schnell. Ich weiß. Danke für deine Hilfe, Spider-Man. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal sowas. Mal kurz auf die Karte schauen. Jetzt sehe ich wieder diese ganzen. Hier ist noch ein. Da ist ein Kunstwerk. Dann hole ich mir noch das andere. Und dann haben wir die komplett. Ich weiß ja nicht, wie lange das DLC geht, ehrlich gesagt. Das ist ja eins von drei. Wann die anderen kommen, weiß ich nicht. Angeblich jeden Monat ein DLC, aber das muss mal abwarten. Kneipenschlägereien sind in dieser Stadt nichts Neues. Doch das in der Blackwing Tavern war keine gewöhnliche Prügelei unter Betrunkenen. Die
dieses Etablissement hat, sagen wir, angeblich Verbindungen zur Magia. Und raten Sie mal, wer Magie war. Spider-Man und Black Cat. An dieser Stelle möchte ich fragen, wer hier eigentlich auf wessen Seite steht. Arbeiten Spider-Man und die Katze für rivalisierende Magia-Familien oder für dieselbe? Oder vergessen Sie nicht, dass ich stets 10 Schritte vorausdenke, gründen Sie Ihre eigene Familie. Was? Das würde gut erklären, warum Spider-Man, der das Gesetz offensichtlich nicht respektiert, Kriminelle zur Strecke bringt. Weniger Konkurrenz für ihn und sein Gangsterliebchen. Vielleicht sehen wir uns Bonnie und Clyde in Elastan gegenüber. Was? Labert der? Alter, halt doch einfach die Backen. Oh, bitte jetzt nicht hier unten, muss ich kacken. Hier endet die Spur. Noch ein Gemälde. Boah, ich möchte aber nicht überfahren werden. Detective. Hardy hatte genug, um ausgesorgt zu haben. Er tut mir schon fast leid. So wie es lief, ist es wahrscheinlich zum Besten. Eine Leiche? Ein kleines Kind ohne Vater? Glauben Sie mir, das ist nie gut. Wenn die Magia es auf einen abgesehen hat, Hardys Tod glättete die Wogen. Wären er und sein Kind einfach verschwunden, hätte die Mafia nie aufgehört, sie zu jagen. Er hätte als Kronzeuge auftreten und Zeugenschutz beantragen können. Die Magia kriegt dich überall. Vor manchen Dingen kannst du nicht fliehen. Also, so, Digga. Meinen Notizen zufolge fehlt jetzt nur noch ein Gemälde. Ich lasse Sie wissen, wenn ich es finde. Nur noch ein Gemälde, das holen wir uns jetzt auch. Dann habe ich das nämlich fertig.